durchs Murtal bis nach Murau. Ich darf mitfahren mit Universitätsprofessor Dr. Leopold Neuhold. Unser Ziel St. Georgen ob Murau am Fuße des Kreischbergs. Hier treffen sich mehr als 130 Menschen, denen die Heimat und die Zukunft der Region am Herzen liegt. Heute wollen sie darüber nachdenken, was jeder Einzelne tun kann, um das Miteinander zu verbessern, das Leben in der Region mitzugestalten, damit das Leben hier noch lebenswerter ist als bisher. Die dreiteilige Gesprächsreihe soll Impulse bieten, vor allem aber auch der humorvolle, aber doch auch wieder sehr ernste Vortrag des Professors für Ethik und Gesellschaftslehre. Früher galt der Einzelne oft gar nichts oder nur wenig. Heute dagegen also richten wir uns am Einzelnen aus und das ist gut so. Was aber die Herausforderung dann werden kann, ist Folgendes, dass mitunter der andere übersehen wird, wenn nur noch ich mich selbst sehe. Auf einem T-Shirt, früher hat man gesagt, Ruderleiberl, habe ich einmal gelesen, wie traurig, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Die zweite Geschichte, ein Affe nimmt einen Goldfisch aus dem Aquarium und setzt ihn in das Geäst eines Baumes. Empört fragt man den Affen, was er denn da tue. Sagt der Affe, ich rette den Goldfisch vorm Ersaufen. Warum? Er glaubt, weil er am Baum umeinander hupft auf, muss der Fisch auch hinauf. Es klingt lustig, ist aber teilweise gerade in Bezug auf unsere Gesellschaft sehr oft zu sehen, dass wir den Fisch vorm Ersaufen retten wollen, weil wir von unseren eigenen Interessen ausgehen. In der Steiermark werden Gott sei Dank noch immer 80% der Menschen zu Hause gepflegt. Es wäre nicht ausdenkbar, was passieren würde, wenn jeder so gepflegt werden müsste in staatlichen Pflegeeinrichtungen. Man sollte wieder mehr um das Gemeinsame sich kümmern und über dieses gemeinsame Miteinander reden und dann auch gemeinsame Schritte zu setzen. Mit einem Bild zum Ausdruck gebracht, man sollte gemeinsam mit dem Rad fortfahren, ist es vielleicht schöner. Nicht nur die veranstaltenden Gemeinden Murau, Lassnitz und St. Georgen sowie das katholische Bildungswerk und die Holzwelt Murau sind vertreten. Auch Politik, Wirtschaft, Banken, Tourismus unterstützen diese Veranstaltung. Und dass es Sorgen gibt, das hört man aus den Gesprächsrunden immer wieder heraus. Da ist ein Kaufmann, der sich als Überseekaufmann bezeichnet, weil man im Ort nur das kauft, was man auswärts übersehen hat. Oder eine Volksschullehrerin, die sich Sorgen um ihre Schule macht. Weil wir finden, wenn die Schule geschlossen wird, werden auch die Geschäfte geschlossen. Die Post ist sowieso schon längst weg. Das ist ein riesengroßes Problem für uns in der Region. Die Region ist von starker Abwanderung, vor allem junger Menschen, betroffen. Auch von einer hohen Suizidrate, erklärt Gabi Beckenberger vom katholischen Bildungswerk. Was man einfach in der letzten Zeit verstärkt merkt, sind die Probleme, die es gibt in Bezug auf Abwanderung und so weiter. Und natürlich gibt es sehr viele Wünsche und Forderungen an Politik und Wirtschaft. Aber das Besondere an dieser Reihe ist, dass wir uns selber auf die Stärken besinnen wollen. Und das, womit wir uns da beschäftigen, ist immer der eigene Blick auf die Region. Was kann ich, was können wir dazu tun? Und keinen Vorderkatalog an Politik und Wirtschaft zu stellen. Wohltuend zu sehen, dass es auch junge Leute gibt, die bleiben, wie Fotograf Kevin. 20 Jahre jung, seit einem Jahr selbstständig und fast jede Nacht im Einsatz auf Veranstaltungen in der Region. Eine Region im Aufbau ist sehr wichtig für unsere Region. Und dass die Leute da bleiben und dass man richtig was schaffen kann in der Region. Unsere Region Murau ist einfach schön. Oder Tausendsassa Maria Auer. Die Pilgerbegleiterin, Holzweltbotschafterin, Mutter von 5 Kindern mit eigener Papiermanufaktur. Also ich verwerte altes Papier und mache daraus mit Blumen, Kräutern neues Papier. Und daraus mache ich von einfachem Billet, einfach unter Anführungszeichen, bis hin zu einem zum Lampenschirm, wo ich vom vorigen Jahr bei einem Descent-Drop-Wettbewerb einen Award gewonnen habe.
Oder Irene Cravagna, die den seltenen Spendlingbaum zu neuer Blüte in Murau verhelfen möchte. Ja, der Spendlingbaum ist also eine Art Zwetschge. Also das ist ein Baum, der etwas höher wird als der Zwetschgenbaum. Er ist eben wirklich sehr an das raue Klima angepasst, also wirklich für das Murtal perfekt geeignet. Und was ich vorhabe, ist einfach diese Sorte zu erhalten, das zu fördern, dass es noch mehr Bäume hier in der Region gibt, dass das noch mehr bekannt wird. Das ist das Projekt. Die Liste der Ideen ist lang. Jetzt wird sich die Holzwelt Murau weiter um die Umsetzung bemühen. Dass diese Region im Aufbruch ist, das spürt man als Alteingesessener genauso wie als Zugereister, wie Pfarrer Thomas Mörtel. Ich bin erst seit 1,5 Jahren da und von daher hat für mich alles noch den Reiz des Neuen. Und vielleicht sehe ich die Schönheit und die Chancen und die Gnade da zu sein, da sein zu dürfen, noch viel deutlicher als Leute, die halt schon 30 Jahre da sind oder Leute, die da geboren sind und sich fragen, wie sie mit den Veränderungen, die die Zeit mit sich bringt, umgehen sollen. Nach den 3 Stunden hat man dann als Gast wirklich das Gefühl, dass hier eine Menge Steine ins Rollen gebracht worden und vielleicht auch so manchem vom Herzen gefallen sind. Ich bin begeistert. Es ist ein Gedankenanstoß jedes Mal wieder, dass man sich selbst in sich geht und das auch weiter kommuniziert und weiterspricht. Und was den Herrn Doktor anbelangt, also die Referate waren sensationell.